Zu einer neuen Ausgabe und einem neuen Video. Heute etwas anderes, denn ich stelle kein Gerät vor oder teste auch jetzt nichts aktuell, sondern beantworte mal Fragen. Und eine Frage, die ganz, ganz häufig an mich gestellt wird, ist die, was ist mit den Vintage-Geräten? Das ist so ein Hype und manche sind da auch ganz, ganz heiß hinterher, alte Geräte zu kaufen. Sammler, klar. Oder auch wirklich Leute, die darauf spekulieren, dass der Wert zunimmt, was bei einigen Produkten gar nicht so dumm ist. Aber nehmen wir mal diese einfache Frage, wie ist das denn klanglich? Und das ist eine Frage, die man de facto nicht mit Ja oder Nein beantworten kann oder besser oder schlechter. Und ich würde es gerne mal ein bisschen differenzieren, indem wir mal so ein bisschen so wesentliche Teile einer Anlage durchgehen. Fangen wir mal an mit dem Plattenspieler. Laufwerke. Es gibt hervorragende Laufwerke, ältere Laufwerke, wir kennen das alles von Torrens, von Garrett oder von EMT, die heute zu Sammlerpreisen, zu Fabelpreisen verkauft werden. Sind die besser? Naja, ich meine, die Fangemeinden teilen sich immer schon, aber man muss schon sagen, die Technik, die dahinter steht, ist zum Teil so exorbitant gut qualitativ, dass man allein schon, dass die Geräte heute noch laufen, wirklich attestieren muss, dass sie einfach gut sind. Ob sie einem klanglich jetzt zusagen, da kommen wir wieder ins Subjektive rein. Qualitativ sind gerade diese bekannten Sammlergeräte sicherlich noch wettbewerbsfähig. Und gerade wenn man sich heutige Laufwerke auch vom Preis her ansieht, auch aus dem Grund eine schöne Alternative. Die heutigen Laufwerke sind allerdings von der Qualität ihrer Einzelteile wirklich in einem Maßstab verbessert worden, das ist kaum vorstellbar. Gerade so in den letzten 20 bis 30 Jahren hat sich die Qualität gerade in der Fertigung extrem verbessert. Ist es deswegen ein schlechteres Gerät, wenn ich ein Vintage-Gerät nehme? Nein, wenn man sich ansieht wie Torrens oder Garrett damals, also um allein schon die BBC-Standards zu erfüllen, qualitativ einen Motor über Jahrzehnte verfeinert hat, immer und immer wieder verbessert hat, dann kann man sich auch schon ausrechnen, dass diese Qualität exorbitant gut sein muss. Das heißt, die Konzepte, die älteren, auch die Reibradkonzepte zum Beispiel bei den gerade genannten Modellen, sind immer noch wettbewerbsfähig. Ob man die mag, wie gesagt, ist eine andere Frage. Und umgekehrt zu sagen, dass die heutigen Laufwerke zu teuer sind, ist nicht ganz gerecht. Denn die Preissteigerungen sind da, komme ich am Schluss auch nochmal zu. Aber Fakt ist, die Qualität der heutigen Laufwerke, der High-End-Laufwerke, ist wirklich exorbitant. Besser oder schlechter? Alternative, alte Vintage-Klassen hier im Bereich des Plattenspieler-Laufwerkes, ja, unbedingt zu empfehlen. Und ich meine, ich betreibe ja selbst einen alten Torrens TD-121, die kleinere Version, die abgespecktere Version des 124. Und ich werde ihn nicht wieder hergeben. Zweites Beispiel, Tonabnehmer. Schön, nehmen wir mal ein gutes Beispiel, SPU, Autophon. Seit vielen, vielen Jahrzehnten auf dem Markt. Von der Fertigung der einzelnen Teile verbessert, optimiert. Das Konzept ist aber eigentlich immer noch das aus Mitte des letzten Jahrhunderts. Schlechter? Nein, also beim besten Willen nicht. Also mein SPU-Klassik und ich werden uns auch nicht mehr trennen. Also, keine Frage. Heutige Tonabnehmer allerdings in der Neuproduktion haben auch wie bei den Laufwerken eine Präzision in den Einzelteilen erreicht. Die ist wirklich wiederum exorbitant. Allerdings sind die Konzepte in dem Ausreizen der Grundkonzeptmöglichkeiten, die beim Tonabnehmer bestehen, sicherlich in gewisser Weise zum einen ausgereizt, zum anderen an einigen kleinen Drehschrauben noch ein bisschen zu optimieren. Alte Tonabnehmer, kritisch. Also wirklich alte Tonabnehmer zu kaufen, ist ein sehr, sehr großer Vertrauensvorschuss, denn ich weiß nicht, wie viel die gelaufen sind. Man kann es nicht feststellen. Die Alterung, zum Beispiel auch Gummis in den Tonabnehmersystem, werden brüchig. Und wenn die auch irgendwann zum Beispiel einige High-End-Hersteller bieten das ja auch an, das wieder neu aufzubauen, retippen oder so, das ist okay, aber es ist immer noch ein Vertrauensvorschuss, weil auch das Wiederaufgebaute kann danach schon sehr viele Stunden gelaufen sein und demzufolge schon wieder abgebaut haben. Also Tonabnehmer, alte Systeme, schwierig. Alte Systeme mit den neuen Fertigungsmöglichkeiten von heute weiter verfeinert, aber im Konzept her alt geblieben, um das mal so zu sagen,
kann sehr, sehr, sehr gute Tonabnehmersysteme geben, auch im High-End-Bereich. Der Rest ist wieder Geschmackssache von der klanglichen Ausrichtung. Tonarme, vorsichtig. Auch Tonarme heutiger Fertigung, wie auch bei den Laufwerken oder den Tonabnehmersystemen, sind in einer Präzision gefertigt, die ist abenteuerlich gut. Die Konzepte der alten Systeme, die Konzepte der alten Arme werden ja im Grunde genommen nicht immer total erneuert. Es gibt so ein paar Klassiker, die kennt jeder und die werden auch weiterhin gebaut. Die Einzelteile davon werden zum Teil wirklich sehr viel besser hergestellt, als sie früher hergestellt werden konnten. Zum Teil auch nicht, das muss man differenzieren, aber im großen Teil schon. Bedeutet allerdings auch im Ergebnis, dass die Preise im Vergleich zu den Neupreisen damals auch inflationsbereinigt sicherlich in Sphären steigen, die kaum noch nachvollziehbar sind. Das ist in einigen Bereichen immer leider aktuell in den letzten so 2 bis 4 Jahren schon zu beobachten. Das ist im Plattenspielerbereich so die Sache. Kommen wir zur nächsten Quelle. Naja, Tuner, müssen wir nicht drüber reden, die klassischen UKW-Tuner, ob die jetzt noch wirklich in der Form wettbewerbsrelevant sind heute für die meisten, ist eine Frage. DAB-Tuner, Internet-Tuner lassen wir jetzt außen vor. Es gibt Röhrentuner, die einfach einen Klang haben, der einen oder die meisten Menschen sehr viel mehr anspricht. Vorsichtig, die müssen extrem gut gewartet sein, sehr gut gepflegt sein oder instand gesetzt worden sein. Und nicht selten ist die Anzahl der Röhren schon ein Kostenfaktor, weil das ist leider bei Röhrentunern konstruktionsbedingt häufig der Fall. Nehmen wir alte Macintosh-Systeme oder Marantz. Der CD-Spieler. Nun, den gibt es ja auch schon relativ lange. Davon Vintage zu reden, weiß ich nicht, ob das jetzt so korrekt ist. Aber da hat sich einiges getan. Ich würde das nochmal differenzieren wollen zwischen dem Laufwerk und dem Wandler. Früher ja auch ganz modern, eine Zeit lang das in auch tatsächlich Geräten zu trennen. Laufwerke, da machen wir uns mal nichts vor, das ist schwierig. Alte Laufwerke sind sehr, sehr schwierig mit Sicherheit zu bestimmen, weil ich nicht weiß, wie sie funktionieren. Man kann einen Funktionstest machen, aber das heißt nicht, dass sie, wenn sie mal warm sind, 2, 3, 4 Stunden später tatsächlich immer noch genauso gut einlesen oder längere CDs lesen, Fehler lesen oder korrigieren und so weiter. Laufwerke heute zu ersetzen, also die Laufwerkseinheit selbst, ist teilweise auch schwierig, weil die meisten einfach nicht mehr gebaut werden. Und da muss man ganz klar sagen, das hat bis vielleicht auf heutige Hersteller, die wieder anfangen, selbst welche herzustellen, die namhaften, wir kennen die alle, ist es so, dass die qualitativ tatsächlich abgenommen haben. Einfach deswegen, weil sie nicht mehr in der Masse gebraucht werden. Ja? Aber wenn man mal so sieht, was ein Philips CM Pro 9 Pro an Qualität hatte, das ist schon klasse, das war Anfang der 90er Jahre, aber ein CDM 0. Ja, da ist eine 6-fache Glaslinse von Rodenstock drin. Im CDM 9 nur noch eine einfache Linse, immerhin nur aus Glas, danach ging es in die Kunststoffrichtung. Ja. Die beiden Laufwerke unterscheiden sich von der Qualität so massiv. Ein CDM 0 wiegt fast 6-7 Mal so viel wie die Version des CDM 9 Pro. Immer noch ein fantastisches Laufwerk. Ich habe eins selbst seit 12 Jahren täglich in Gebrauch und das funktioniert weiterhin. Kritisch dann auch, wenn man Ersatz braucht, gibt es in den einschlägigen Internetshops, aber ob das auch immer neue sind, kann man schlecht sagen, meistens sogar gar nicht. Also auch da wieder ein Vertrauen in die Glaubwürdigkeit reinzusetzen, ist nicht ganz einfach. Das heißt, die Laufwerke, bis auf die heutigen High-End-Laufwerke, die zum Teil leider auch extreme Preise haben, mit eigenen Entwicklungen der Firmen, das ist schwierig, das muss man sagen. Wandler, ganz anders. Wandler sind ja heute von den verschiedenen Möglichkeiten, wie wandle ich wieder die digitalen analogen Signale um. Gibt es verschiedene Wege, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Alte Wandlerchips werden mittlerweile zu horrenden Preisen gehandelt. Ne? Also der TDA 1540D von Philips, einer der ersten Wandlerchips überhaupt. Das sind alles Dinge, die mit dem Oversampling-Diskussion in Bereiche gehen, die schwierig sind. Der Verschleiß der Wandler ist in der Regel gering. Dieses alte Märchen, ich lasse alles immer an, Tag und Nacht, ist nicht nur aus umwelttechnischen, ökologischen Gründen sicherlich schwierig nachzuvollziehen. Ich halte es immer, habe schon immer für sinnlos gehalten, aber egal. Fakt ist, wenn die Geräte nicht immer an waren, sind die in der Regel heute noch nutzbar. Und ja, es gibt Laufwerk-Wandler-Kombinationen, 20, 25 Jahre alt oder auch integrierte Spieler, die wirklich auch heute noch sehr, sehr gut klingen. Zumal ich finde, dass die Entwicklung heute im Bereich der digitalen Wiedergabe, der reinen CD, nicht die SACD-Format oder Ähnlichem, schon
nicht in dem Maße tatsächlich sich revolutioniert haben, wie es eigentlich ja, zu erwarten gewesen wäre aufgrund der Dauer. Also da so eine alte Varia-Kombination macht auch heute noch Spaß und ist sicherlich auch das Geld wert, wenn man noch jemanden in der Hinterhand hat, der das reparieren kann, wenn man was ist. Ja, Phono-Vorverstärker separat ist immer so eine Frage, wie sie integriert sind. Ist es eine Röhre, ist es ein Transistorsystem? Gerade bei den Röhren wird nichts mehr neu erfunden, aber sehr, sehr gute Geräte gebaut. Leider zum Teil mit auch heutigen Preisschildern, die kaum noch nachvollziehbar sind, insbesondere in der Transistorentwicklung. Also da muss ich sagen, da lohnt auch das Panzergehäuse mit 6 oder 7 Kilo nichts mehr, denn die Technik ist wirklich überschaubar und vieles ist tatsächlich, alter Wein in neuen Schläuchen, da machen wir uns nichts vor. Muss man entscheiden, inwiefern das einem obliegt oder ob man das wirklich bereit ist zu zahlen. Vorverstärker, Röhrenelektronik, schwierig, nicht vom Verschleißteil Röhre, das ist heute immer noch kein Problem, höchstens eine Frage des Geldes, wobei die Ersatzteile da, also das Verbrauchsmaterial Röhre gar nicht so teuer ist, selbst wenn man New Old Stock Ware, also NOS-Ware will. Aber die Instandsetzung gerade in dem Bereich des klassischen Aufbaus der Verstärker, das ist schon nicht so einfach. Ob tatsächlich heutige Röhrengeräte, die also im Grunde genommen die Grundtechnik adaptieren, aber mit der heutigen Umsetzungstechnik tatsächlich realisieren, wirklich besser sind, das wage ich zu bezweifeln. Da muss ich ganz ehrlich sein, ich kenne alte Röhrenvorverstärker, die einfach phänomenal klingen. Und wenn man jemanden hat, der sich da auskennt, weil das ist reparabel, das ist händisch, haptisch fassbar, was da drin ist, dann hat man Geräte wie bei einer mechanischen Armbanduhr, die mal kaputt gehen können, ja, die Verbrauchsmaterialanteile haben in den Röhren, ja, aber die wirklich heute noch mehr als nur wettbewerbsfähig sind. Im Gegenteil, manche klingen meiner Meinung nach sogar besser als hochgelobte und zigfach teure Transistor-Varianten, die heute in den Magazinen auch sehr gerne gelobt werden. Aber ist letztendlich Geschmackssache gegen einen Vorverstärker, Transistor oder Röhre, wenn er gewartet ist, wenn er entsprechend gepflegt wurde, instand gesetzt wurde, ist nichts gegen einzuwenden. Achtung bitte bei Gebrauchtgeräten, die gerade in der Instandsetzung waren, da fragt man sich häufiger dann auch, warum? Setze ich sie in Stand oder lasse sie in Stand setzen, weil sie komplett abgeraucht sind, um sie dann schnell noch zu verkaufen, um sie nicht ganz zu verlieren? Oder war es einfach eine Instandsetzung im Sinne einer Pflege der Geräte? Es gibt für fast jedes Gerät sehr, sehr spezielle Anbieter, die auch in dem Bereich sich einen Namen gemacht haben. Bei Plattenspielerlaufwerken zum Beispiel gibt es da auch bei den Älteren einige, die wirklich wundervolle Arbeit leisten. Das ist sogar finanziell noch nachvollziehbar, weil es auch zeitaufwendig ist. Da ist Handarbeit gefragt. Also Vorverstärker, finde ich, ist eine gute Sache. Und wenn man eine gewisse Technik nicht braucht oder eine Auswahl von Funktionalitäten, die heute vielleicht von einigen im ersten Augenblick gewünscht werden, kann man sich damit sehr, sehr guten, fantastisch klingenden Geräten eindecken. Letztendlich auch da wieder eine Frage des eigenen Geschmacks. Endstufen im Grunde noch das Pendant. Transistor-Endstufen, wenn Sie dann auch diesem Irrglauben unterlegen haben, im Betrieb immer angewiesen zu sein, werden irgendwann extremen Aufwand erfordern, um sie wieder auf den Vordermann zu bringen. Das ist so, ist machbar, kostet aber auch in der Regel ziemlich viel Geld, sodass man schon in Bereiche kommt, wo man auch mit Neugeräten arbeiten kann. Klassische Geräte im Bereich der Röhrentechnologie sind da wieder anders zu werten. Wenn man eine klassische Endstufe hat, die auch entsprechend so aufgebaut ist, dass sie aus dem damaligen Zustand natürlich ganz normal so aufgebaut ist, dass man sie weiter reparieren kann, ist das schon eine sehr, sehr tolle Alternative. Und auch wie bei den Vorverstärkern im Röhrenbereich, die sinken in der Regel sogar im Preis gebraucht nicht. Also die meisten Geräte sind ein Mehrfaches dessen wert, was sie einmal gekostet haben. Und das hat teilweise auch einen Sinn, unabhängig mal von den, wie gesagt, Spekulanten, die auch Sammler sind. Das ist eine andere Frage. Auch da das Verschleißmaterial Röhren, gar kein Problem, das sollte man hinkriegen. Und demzufolge auch, wenn man einen vertrauenswürdigen Menschen hat, kann der die einzelnen Bereiche auch wieder reparieren bzw. auch wieder instand setzen, wenn sie dem normalen Verschleiß unterliegen. Das ist nicht ganz einfach, deswegen einige Endmanufakturen, gerade im Bereich der Röhren, sind da sehr, sehr aus der eigenen Not heraus in der Lage, mittlerweile in der Lage, sehr gut in der Lage, Geräte wieder komplett in Stand zu setzen, weil sie die Teile selbst bauen. Ja? Und das ist ein Weg, der aber
nachvollziehbar, wie der mit einigen Kosten verbunden ist. Aber dafür kann ich auch sicher sein, dass die Geräte wieder tatsächlich in einen Zustand versetzt wurden, der auch tatsächlich einem neuen Gerät gleichkommt. Und auch da die Technik, die Schaltungsprinzipien, die Konzepte zu adaptieren, mit neuen Techniken, mit neuen Fertigungsmöglichkeiten zu optimieren, ist ein schöner Weg. Nur gerade bei den Röhrenvor- oder Endverstärkern oder den Vollverstärkern in Kombination sehe ich manchmal an Geräte, wo ich sage, naja gut, aber so ein Wahlschalter oder ein Lautstärkeregler hätte ich schon gerne haptisch, weil ist der kaputt, kann ich ihn ersetzen lassen. Irgendwelche Displays oder sonstige Tippregler, also bei allem Respekt, ob das in 5 oder 10 Jahren noch reparabel ist, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube auch, dass heutige Geräte nicht zu einer Vintage-Generation werden, viele. Sondern die Vintage-Geräte, die wir heute gerne hätten, sind auch Geräte, die einfach vom Konzept und von der Qualität her so gut sind, dass sie auch noch repariert werden können, sollen und auch vom Interesse her müssen. Ob das bei einigen heutigen Geräten so ist, weiß ich nicht. Stelle ich mal in Frage. Kabel, kein Problem, unterliegen in der Regel keinem Verschleiß, wenn man daran nicht rumgebastelt hat, wenn man sich verändert hat oder irgendwelche Kurzschlüsse damit konstruiert hat. Da muss man sagen, ist es tatsächlich so, dass man testen kann, dass man so ein bisschen seine Klangphilosophie damit verfolgen kann. Ist auch eine Alternative. Bei Stromkabeln bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich nicht weiß, wer da was wie gemacht hat. Sobald Kabel nicht mehr der Original, ja, der Konfektionierung unterliegen, die ursprünglich mal da war, bin ich auch ein bisschen vorsichtig. Denn viele Kabelhersteller haben auch zum Beispiel die Längen ganz bewusst in die Konzepte mit einfließen lassen. Das heißt, würde ich ein 1,75 Meter langes Kabel teilen, 2 oder 3 kleinere Kabel ausmachen, kann es schon sein, dass das klanglich Auswirkungen hat. Nicht elementar, aber kann schon sein. Ansonsten unterliegen die kaum einem Verschleiß, demzufolge sicherlich nachvollziehbar. Und auch noch von den heutigen Preisen her im Wettbewerb sicherlich stehend. Ja, dann kommen wir zum Lautsprecher, zum letzten Glied der Kette. Da wird es schwieriger. Gerade im Lautsprecherbereich, muss ich sagen, ist es heute teilweise nicht mehr nachvollziehbar, welche Preise dafür aufgerufen werden. Insbesondere, wenn man irgendwelche skandinavischen Chassis verwendet und sehen immer neue, komische, vielleicht marketingtechnisch begründete Gehäuse setzt. Aber auch das mag im Ergebnis für einen Musikliebhaber oder eine Musikliebhaberin schön sein, weil sie einfach auch das Design gerne hat oder auch diesem Klangideal nachhängt. Alles gut. Nehmen wir mal die unterschiedlichen Chassis. Elektrostaten, schwierig, gerade weil die in der Regel durch die Funktionalität und durch den Betrieb in einem Verschleiß unterliegen. Gibt es aber genug Anbieter auch in Deutschland, die zum Beispiel die Folien ersetzen können. Hat man da einen guten, kann man damit gut leben. Und einige Elektrostatenkonzepte sind heute noch sicherlich mehr als wettbewerbsfähig. Quad zum Beispiel ist das gar kein Problem in Deutschland. Quad Music kann es weiterhin komplett ersetzen, bis hin zu Erneuerungen oder Weiterentwicklungen. Und wie gesagt, so ein Quad 57er ist heute noch für mich mehr als nur wettbewerbsfähig gegen sehr, sehr viele Lautsprecher. Hat auch Einschränkungen, gebe ich zu, aber er ist wettbewerbsfähig. Ja, Breitbandkonzepte in den früheren Jahren des letzten Jahrhunderts eigentlich konzipiert sind, gesuchte Sammlerstücke, alte Western Electric 755er Chassis, perfekte, wirklich unglaublich gute Chassis, sind kaum bezahlbar und haben den großen Nachteil, dass man kaum ein passendes Paar findet. Und das ist natürlich so eine Grundvoraussetzung, wenn man nur zwei braucht, wenn man sogar noch mehr für seine Systemwahl hat, noch sehr viel schwieriger. Und diese Unterschiedlichkeit auch der Zustände führen dazu, dass man kaum passende Paare findet. Allerdings zum Beispiel von dem Western Electric 755er, einer der besten Lautsprecher-Chassis, die ich kenne. Auch heute gute Nachbauten kennen wir alle von Line Magnetic, die wirklich so gut sind, dass man sich auch schon wieder fragen muss, ob man die nicht schon wieder sammeln sollte. Aber anderes Thema. Andere Breitbandhersteller gibt es immer noch sehr, sehr gute im Markt, die auch ihre Produktion weiter verfeinern und weiterentwickelt haben. Sind sehr aufwendig, sind aber auch in der Regel so gut, dass sie sehr, sehr lange halten. Also da auch nicht so ein Problem. Und demzufolge auch für Musikliebhaber, die auch diesen Klang mögen, sicherlich nachvollziehbar.
alte Mehrwege-Konzepte, je mehr Wege drin sind, desto komplizierter, komplexer wird auch das gesamte System. Da wird schon schwieriger. Die Chassis unterliegen einem Verschleiß, gerade die Sicken zum Beispiel. Kann man auch alles reparieren. Das kann aber gerade bei Mehrwegesystemen dann tatsächlich einfach durch die numerische Anzahl teuer werden. Das muss man fairerweise sagen. Wenn man aber trotzdem das System mag, gibt es sehr, sehr gute Anbieter in Deutschland, die Systeme quasi wieder in den Neuzustand versetzen und sogar an einigen Stellen, wenn man das will, das verfeinert. Das finde ich ganz gut, weil man kann auch sagen, ich will das Original mit dem Originalklang haben oder man sagt, naja gut, das Ding hat so viel Qualität, man kann das auch mit ein paar Stellschrauben sogar noch weiter verbessern. Ich habe das mal bei alten Infiniti Kappa Modellen gehört. Die hatten Reiz, die Urversion, aber eine sehr, sehr schön fein getunte, ein bisschen wirklich auf den neueren Stand gebrachte, klanglich auf den neueren Stand gebrachte Kappa 9 war schon ein Erlebnis. Nicht mein Ding, aber war ein Erlebnis. Also bei den Lautsprechern, alte Systeme, nehmen wir ganz alte Systeme, die alten Western Electric, Klangfilm, Siemens oder ähnliche, da wird es schwierig. Also da muss ich sagen, das ist Sammlersache, alles gut, kann man auch gut finden. Das ist imposant, aber ganz ehrlich, es gibt Konzepte, die einfach meiner Meinung nach nur noch interessant sind aus rein historischer Sicht. Das andere Beispiel ist allerdings auch, dass man Systeme hört, auch von gar nicht so allgemein bekannten Herstellern aus den 40er, 30er, 40er, 50er Jahren, wo es einen wirklich umhaut, wie homogen die klingen. Das ist viel aus dem Breitbandbereich. Das ist schon ein Erlebnis. Viele Hornsysteme, die größtenteils aus Beschallungsanlagen stammen, aus Kinos stammen, aus früheren, Restaurants oder ähnlichen stammen. Ob die Hi-Fi-tauglich sind im klassischen Sinne, weiß ich nicht. Aber das ist ein Erlebnis, die zu hören. Es gibt ja auf der High-End immer entsprechende Vorführungen. Aber man muss die Elektronik dafür haben, man muss den Raum dafür haben, man muss die Bereitschaft dafür haben, sich damit auseinanderzusetzen und man muss letztendlich auch die Bereitschaft haben, auch räumlich das so einzusetzen, dass die den Raum haben, den sie brauchen, um überhaupt zu klingen. Ja? Also ich habe immer wieder auch in den letzten Jahren wieder Lautsprecher in Räumen gesehen, die definitiv dort nicht reinpassen. Aber letztendlich, wenn es einem Spaß macht und es einem gefällt, ist das doch in Ordnung. Das ist doch völlig in Ordnung. Wir sind doch in einer freien Welt und jeder soll seinem Klangideal nachhängen. Ja, die Frage ist also jetzt, ist Vintage besser als heute? Jein. Viele Konzepte sind tatsächlich so gut, dass sie heutzutage auch noch mehr als wettbewerbsfähig sind. Klassische Konzepte, weiterentwickelt mit den heutigen Fertigungsmöglichkeiten, können, siehe SPU oder ähnliches, wirklich zu hervorragenden Ergebnissen führen. Per se zu sagen, das Alte ist besser als das Neue, stimmt nicht. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, per se zu sagen, das Neue ist besser als das Alte, das stimmt mit ganz großer Sicherheit auch nicht. Und jetzt kommt letztendlich auch die Frage der Bereitschaft mit hinein, dafür die heute geforderten Summen aufzurufen. Und das ist einfach so, ich habe das auch seit der letzten High-End mit vielen Fans meiner Arbeit gesehen oder auch gesprochen, die sagen, also jeder hat so eine persönliche Grenze und für viele ist die tatsächlich erreicht. Ob das jetzt dazu führt, dass ich sage, ich widme mich dem Gebrauchtmarkt und gucke mal nach Vintage, also in diese Art, wobei auch Vintage ja nicht ganz klar definiert ist, weiß ich nicht, ob das die Lösung ist. Also wenn man tatsächlich ein Laufwerk jetzt von einem der Hersteller nimmt, die heutzutage auch diese Geräte so warten, dass sie quasi neu sind, ja, dann kann man darüber nachdenken. Dann ist man aber auch schon in Preisregionen vieler Neugeräte. Im Gebrauchtmarkt ist das ein sehr, sehr hoher Vertrauensvorschuss und auch ein Risiko. Wenn man selbst nicht in der Lage ist, selbst zu reparieren, selbst zu testen, das fängt auch schon bei Röhren an, ja, wenn man kein Prüfgerät hat, dann kann das nach hinten losgehen. Ja, also zu sagen, mir wird das jetzt so teuer, ich gucke mich auf den Gebrauchtmarkt um, ist auch sicherlich keine Lösung, auch wenn sie klanglich teilweise nachvollziehbar erscheint. Und machen wir uns nichts vor, auch die Gebrauchtpreise steigen extrem an. Ja. Viele Geräte sind tatsächlich mittlerweile im Gebrauchtbereich da, wo sie vorher einen Euro, da wo sie vorher im D-Mark neu waren. Also auch da muss man sagen, ob das immer so gerechtfertigt ist, ist egal. Allerdings bei vielen zum Beispiel klassischen Röhrengeräten ist es so, die steigen sogar weiter im Wert.
was letztendlich auch damit zu tun hat, dass gesetzliche Vorgaben immer weniger Möglichkeiten bieten, solche Konzepte auch von den Grundkonzepten her adaptiert heute in einer modernen Fertigungsweise überhaupt noch auf den Markt zu bringen. Und deswegen, wie gesagt, klassische Röhrengeräte, gut gewartet, mit einem kleinen Vorrat an Röhren im Schrank, kann man gut mit leben. Auch bei Chassis, wenn man Breitbandchassis hat, man hat Lautsprecherkonzepte, die da aufgebaut sind, weil da spielen die Gehäuse eine sehr viel größere Rolle als bei vielen heutigen Lautsprechern. Und man sagt, na gut, ich nehme mal ein zweites Paar eingemessen aufeinander, dass die wirklich zusammenpassen, was ein enorm großer Vorteil ist und auch eine ganz große Anforderung ist. Und deswegen auch das Argument gerade, dass man sagt, naja, so schöne alte Dinge zu kaufen macht ja Sinn, aber bringt hier in dem Falle nichts. Ja, das war's schon wieder von mir für heute und ich hoffe mal, dass ich Ihnen ein paar Ideen mitgeben konnte. Stellen Sie mir weiter Fragen, ich versuche auch die in Videos zu beantworten und ich denke mal, dass wir dann auch in den nächsten Wochen viele, viele spannende Themen haben und ich freue mich schon auf Ihre Fragen. Machen Sie es gut!